Hallo meine Genossen und Genossinnen, ich denke, ihr habt alles schon Leons letztes Video gesehen. In dem Video soll es erstmal nicht um dieses Video gehen. Leon Elektronik hat in der vergangenen Woche ein Video als nicht gelistet hochgeladen und mir den Link auf Telegram geschickt. Und auf diesen Premium-Content von Leon Elektronik werde ich heute reagieren. Dieses Video war die Reaktion von Leon auf mein Video mit dem Titel »Wie ist das Verhältnis mit Leon Elektronik und seinen Eltern?« Okay, fangen wir mit der Reaktion an. So, grüß dich. Ich grüße dich auch, Leon. So, jetzt geht's los. Frank Treiber, jetzt drehen die Schrauben Asterum, mein Freund. Asterum, Leon. Bei Leon bin ich mir echt nicht sicher, ob dieses Asterum ein Fantasy-Wort ist oder ob das wirklich ein echtes fränkisches Wort ist. Hörst du das? Was geht bei Leon ab? Das, was du jetzt gehört hast, das war die Maschinenkirchweih. Frank Treiber, die wird dich jagen. Die Maschinenkirchweih, ich glaube, ich sollte mal über diesen Mist ein eigenes Video machen. Aber ist halt wirklich schwer auf den Punkt zu bringen, was sich da Leon alles zusammenspinnt. Und dann gute Nacht, Mori. Und jetzt vom Treiber. Sehe zu und lerne, du Pilzkopf. Okay, du Suffkopf. So, und nun schaust dir an, Treiber, und lerne. Nimm dir jetzt Stift und einen Zettel und lerne. Sieh zu, wie es geht, sagt dir der Profi. Zähne knirschen. So hoch war der Streiber. Wie der Junge abgeht. Leon ist doch geistig niemals erwachsen. Yeah! Und jetzt schon wieder am Schnaufen, mich würde das nicht besonders wundern, wenn Leon bald umfällt und einfach ohnmächtig ist. Jetzt bist platt, was? Nein, wieso sollte ich, Leon? Wie körperlich fertig der Junge ist, und er belügt sich noch selbst. Er Leon wäre kerngesund, das kannst du doch wirklich niemandem erzählen. Reicht so. Und Etzeler. Frank Treiber. Frank Treiber. Du Pieksadel. Jetzt. Okay, Leon, rede ruhig weiter deinen Stuss, aber das ist auch kein Grund, sich besonders zu fühlen. Schließt dir alles um die Ohren. Ich kann kegeln, weil ich bin reich, was du nicht kannst. Nein, du bist nicht reich, nur weil du kegelst. Ich hab ein Hobby. Aber besonders oft scheinst du jetzt auch nicht zu kegeln, sonst wärst du auch nicht gleich so außer Atem. Und nun zu dir, du rustikaler Treiber. Du Nussschneckentreiber, du. Ey, Treiber, weißt du, was ich kann? Kegeln kann ich. Okay, Leon, fühlst du dich jetzt? Ich meine, das ist jetzt auch einer der einfachsten Sportarten, die es gibt. Ich meine, da braucht man jetzt auch kein besonderes Wissen oder Können dazu.
Mach ich dir. Das, was du über mich loslässt, sind ganz heiße Bremsspuren auf Glatteisparkett. Was sind das, Leon? Ja? Das, was du jetzt reinhast, das haut den Bogen aus, mein Freund. Was geht dich meine Familie an, du Drecksau? Alles, Leon. Aber wart's nur ab. Bald stehe ich in Rötz vor deiner Tür. Und dann gibt's gute Nacht, Marie, mein Freund. Dann wirst du Pulver weinen. Pulver weinen? Was soll das jetzt schon wieder heißen? Und die Ratskrone nehme ich dir weg, du Ratskronensäufer. Leon, wer ist hier der Ratskronensäufer? Zweifelsfrei, du Leon, du hast ja auch zwei Kästen Ratskrone in deinem Zimmer. Der Frank, Leute, jetzt ohne Mist, Leute, der Frank Treiber ist ein Ratskronensäufer. Nein, bin ich im Gegensatz zu Leon nicht, ich trinke nämlich gar kein Alkohol. Und ein Arbeitsloser möchte gern. Und jetzt, du bist doch selbst arbeitslos. Der Frank Treiber hat einen Zylinder auf wie Pech und Schwefel stinkende Hutschnur. Gibt es da eigentlich ein Fachwort dafür für dieses Verhalten, in dem Leon willkürlich Wörter aneinander reiht? Würde mich echt interessieren. Na, kann ich euch nur betiteln. Also, Startschutz. Und jetzt öfter mal wieder Mimon nach, man kennt es, das macht Leon auch nicht zum ersten Mal. Und Frank Treiber, dir lasse noch was gesagt sein, mein Freund. Ja, da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Auch wieder von Mimon. Da hat der Zimmermann das Loch gelassen. Na, ist das wieder feines Gradlermett für dich? Und wenn du so weitermachst und so weiter zündelst, dann feuch ich dich Asterum, mein Freund. Wenn du Krieg willst und Stress, dann kannst du den haben. Ja, Krieg mit Leon klingt echt lustig. Und da wird's gefährlich. Ich weiß, wo du wohnst. Und ich, wo du wohnst. Und wenn du deine Leute nicht zurückpfeifst, dann ist dein nächstes Hab und Gut Asche. Du Drecksau. Ich kann niemanden zurückpfeifen, Leon. Ich habe niemand, der unter mir steht. Merk dir das. Und ich nehme es mit dir systematisch auf. Und es ist mir scheißegal, ob du ein Ratskronensäufer bist oder ein bockiges kleines Kind. Das bockige Kind bist du, Leon. Oder ein Radiospulen-Sackenzipfel. Ich krieg dich, Treiber. Und wie ich dich krieg. Das wollen wir ja mal sehen, ob du mich kriegst. Und dann lass dir gesorgt sein. Dann kracht's. Okay, Leon. Du kriegst hier keine Sonderrechte, du Piepnasenfranz. Du aber auch nicht. Frank Treiber, du Piepnasenfranz, du elendiger Cybermobber, du. Wer von uns beiden ist der Cybermobber, derjenige, der gegen einen ständig Drohungen ausspricht und das Gegenüber beleidigt, oder der wohl nur sachliche Videos macht, mal mehr, mal weniger? Und dich bringe ich aus dem Internet raus. Und wenn ich dich zum Ventilator verarbeiten muss, dir sollen der Mann mal und so einen Föhn aufklemmen. Was der wieder für Scheiße redet. Zum Ventilator verarbeiten oder einen Föhn aufklemmen, das weiß doch Leon nicht mal selbst, was das heißen soll.
Föhntreiber. Aufgeföhnter Treiber. Du bist ein Nichtsnutz, eine Witzfigur, hoch 10. Du bist das alles, Leon. Und das kann ich dir mal gesagt sein lassen, du Hampelmann. Hampelmann, hier. So, Fronttreiber, und weißt du, was das Geile ist? Mit deinen frechen Aktionen. Ist dir da überhaupt eigentlich klar, dass du mir und mit deinen frechen Aktionen mir immer mehr Geld schaufelst? Inwiefern, Leon? Und gerade deswegen kann ich mir ja so riesengroße Luxusreisen leisten. Oder mir noch ein paar tolle Ausflüge, weil du, Fronttreiber, das ja schürst. Willst du mir jetzt sagen, dass du das mit deinem YouTube-Kanal verdienst, obwohl du keine Werbung vor deinen Videos schaltest? Ja, nee, ist klar, Leon, träume weiter. Und Fronttreiber, alles, was du über mich rausposaunst und meinen Namen verwendest, machst du ja im Prinzip mit meinem Namen Werbung. Und diese Werbung ist nämlich das Geile, guck mal, noch ein paar Abonnenten mehr. Okay, wenn du gerne viele harte Abonnenten hast, dann okay. Außerdem wächst mein Kanal ja schneller als deiner. Und noch mehr Zuschauer und noch mehr. Und verdiene ich mein Geld. Irgendwann bin ich reicher als du. Okay, Leon, wenn du glaubst. Und wenn ich reicher bin als du, dann feuchte deinen eigenen Kapitalismus an die Wand. Und Fronttreiber, der Kapitalismus, den du machst, den feuchte dir so an die Wand, da wirst du nicht mehr schmunzeln. Und nicht mehr lachen, dir wird das Lachen vergehen. Und was mache ich, Kapitalismus? Leon, du weißt doch nicht mal, was das heißt. Dann hat sich's für dich aus, Kapitalismus. Ja? Und deine Windmühle und ein Ventilator und dein Sackzipfelkistenstreich ist jetzt vorbei. Du willst eine vernünftige Person sein? Ja, Leon, du offensichtlich ja nicht. Glaubst denn du eigentlich, wer du bist? Frank Dreibach, Julian, du bist ein arbeitsloser Ratskronesäufer und ein elendiges Stück Scheiße. Leon, das ist doch genau, was du bist. Weil das, was du provozierst und Menschen provozierst mit Sachen und Argumenten, von denen du keine Ahnung hast. Ja, wohl mehr als du, Leon. Und dann fühlst du dich noch angegriffen. Du hast einen in der Klatsche, du bist nicht mehr gesund. Ne? Deine Drohungen gehen auch echt zu weit, Leon. Aber lass dir gesagt sein, Fronttreiber. In den nächsten Monaten zahle ich dir deinen billigen Streich zurück. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Schmerzen du aushalten musst. Du hast mir genug Leid und Schmerzen angetan. Und das zahle ich dir in den nächsten Tagen heim. Du hast dein Leid selbst verursacht. Leon. Hat dich drauf gefasst. Auf eine gebannte Ladung gefasst. Du Drecksau. Auf Wiedersehen. So, das war es heute mit diesem Video über Leon Elektronik. Ich hoffe, ihr fandet das ebenso lustig wie ich auch. Ich wünsche euch noch einen Dreckskapitalismus, euer Genosse Frank Treiber.